Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Kurzimpuls-Serie mit diesem Thema, was wir die ganze Zeit behandeln, geistlicher Kampf, heute beim vierten Teil. Und letztes Mal haben wir darüber gesprochen, okay, wenn das in erster Linie Gottes Kampf ist in seiner Errettungsgeschichte, die er schreibt, was es dann trotzdem mit uns zu tun hat als Gemeinde, weil wir eben Gottes Bodenpersonal sind, seine Armee, seine Kinder, die auf dieser Erde sind und die Licht und Hoffnung des Evangeliums in diese Erde hineintragen, die sozusagen das Reich Gottes vom Himmel auf die Erde bringen. Genau, das tut Gemeinde, das sind wir als Gemeinde, die wir auch Tempel Gottes sind, in dem er auf dieser Erde wohnt. Und ich habe letztes Mal gesagt, wir wollen heute in Epheser Kapitel 6 hineingehen. Und in Epheser Kapitel 6, natürlich ist das so, ja, der wahrscheinlich so bekannteste Text, der mit geistigem Kampf in Verbindung gebracht wird, von Vers 10 bis Vers 19. Und wir wollen uns das heute so ein bisschen anschauen. Und wir gehen direkt mal so in diesen Text hinein. Und ich lese einfach mal die Verse 10 bis Vers 13. Darum soll es heute genau so ein bisschen gehen und werde uns darin so einige Sachen aufzeigen. Und hier heißt es ab Vers 10: Im Übrigen, meine Brüder, natürlich auch die Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also hier ermutigt eigentlich Paulus, ja, die Gemeinde Gottes, die wir sind, stark zu sein in seiner Macht, in der Kraft des Heiligen Geistes, in seiner Stärke. Und er sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Ich möchte uns in diesem vierten Teil einfach so ein paar markante Dinge in diesem Text kurz zeigen, die Paulus hier angesprochen hat. Bevor wir im nächsten Teil sehr detailliert uns diese geistlichen Mächte anschauen werden, gegen die wir kämpfen. Und zum Ersten ermutigt Paulus die Gemeinde, die Kinder Gottes, auch uns stark zu sein. Warum? Wenn wir, wie im letzten Teil gesehen, wirklich sozusagen ja die Armee Gottes, das Licht Gottes auf dieser Erde sind, mit ihm zusammen, in Kooperation. Er ist unser König, der uns anführt. Wir folgen ihm in der Kraft des Heiligen Geistes. Dann ist es natürlich auch klar, dass der Feind auch gegen uns als Kinder Gottes und gegen die Gemeinde kämpft, um wiederum die Pläne Gottes zu blockieren. Und wenn wir diejenigen sind, durch die Gott sein Reich auf dieser Erde ausbreitet und den Weg der Wiederkunft Jesus auch ebnet, ja, weil es heißt, bevor Jesus wiederkommt, das Evangelium mit allen Völkern verkündigt werden, dann leistet der Feind natürlich starken Widerstand gegen uns, um so dieses Voranschreiten der Geschichte Gottes zu blockieren. Aber wir sind Sieger in Jesus, wir haben Waffen, die mächtig sind und wir sind in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs. Die Bibel zeigt uns, wir sind mehr als Überwinder. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir können mit Mut und Kühnheit in Abhängigkeit von Jesus und von dem Heiligen Geist auf dieser Erde vorangehen. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Jesus uns seine Gemeinde baut und dass die Pforten der Hölle werden uns nicht überwinden, sondern wir werden überwindend sein mit Jesus. Aber trotzdem diese Ermutigung, dieses Wachrütteln zu sagen, hey, geistiger Kampf geht euch was an. Ihr seid Teil davon, den Sieg Jesu voranzubringen auf der Erde. Darum seid stark in der Macht, in der Kraft seiner Stärke. Er ist diese Kraft, die Verbindung mit ihm, da kriegen wir diese Kraft von ihm. Und dann werden wir ermutigt, die Waffenrüstung anzuziehen, von der hier später gesprochen wird in den Versen ab Vers 14. Und dann als nächstes heißt es dann, wir sollen die Waffenrüstung anziehen, damit wir gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels standhaft sein können. Und das ist für mich ein wichtiges Wort hier drinnen. Hier wird gesagt, dass der Feind diesen Kampf kämpft auf listige Art und Weise. Und ich meine, das Wort listig ist eigentlich schlimm genug, aber dann wird das Wort Kunstgriffe hinzugefügt. Ja? Und diese listigen Kunstgriffe, ich schlage einmal ganz kurz hier um.
diese listigen Kunstgriffe, was damit gemeint ist, ist ja eine gekonnte und geordnete Abfolge von bestimmten Taten, eine Reihenfolge, die einen Plan entfaltet, ja, zur Entfaltung bringt, der listig ist. Es ist wie mit Kunst geschmiedeter Plan und eine mit Kunst verbundene Ausführung in List, in Tücke, in Bosheit. Und ich denke, das ist für uns wichtig zu wissen, weil manche Leute, wenn sie hören über geistiger Kampf, was einem dann so vor Augen ist, sind irgendwelche Horrorfilme, die man gesehen hat und irgendwie rennt dann so ein Geist ins Zimmer rein und schreit laut und so. Und klar gibt es verschiedene geistige Phänomene, die auch Leute erleben, auch die frei werden aus der Finsternis und verschiedene Konfrontationen, die da sind. Aber jedes Mal, wenn der Feind enttarnt wird, dann ist es so einfach, gegen den Feind zu kämpfen, weil wir durch den Namen und das Blut, die Autorität im Namen Jesus, ja, Macht haben über alle Macht der Finsternis. Das, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, seht, ich gebe euch Macht, Autorität über alle Macht des Feindes. Okay, das ist, was er auch uns als Gemeinde gegeben hat, okay? Und darum, wenn wir sehen, dass irgendwo wirklich der Teufel drin ist oder Menschen geplagt sind von dämonischen Geistern, wir haben dann Autorität, dem Feind zu gebieten und er muss loslassen, er muss gehen, okay? Natürlich auch manchmal, wenn es mit Buße und so verbunden ist im Leben der Person, die gebunden ist. Aber der eigentliche geistige Kampf, den der Feind kämpft, ist mit List und Tücke, weil er eben nicht gesehen und nicht enttarnt werden möchte. Und darum ist eine große Strategie in seiner geistigen Kampfführung, dass wir denken, dass es das alles nicht gibt, wir einfach ein natürliches Leben leben und die geistige Welt und die geistigen Dinge, die geschehen, einfach ignorieren. Okay? Und natürlich müssen wir nicht hyper-charismatic werden und irgendwie abgespaced, dass man so geistig ist und fast unfähig auf der Erde zu leben, sondern was wir wollen, ist, wir wollen ein Christentum leben in der Autorität und in dem, was Jesus für uns vorbereitet hat, und wir wollen eine biblische Sicht über geistige Kampfführung haben und eine biblische Strategie, weil wir können die Taktiken und Pläne des Feindes enttarnen, okay? Und genau, soweit bis dahin. Und dann heißt es weiter hier im nächsten Vers, er sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, dann werden vier verschiedene Arten von geistlichen Mächten gezeigt, auf die möchte ich im nächsten Teil genauer eingehen, ja. Und das ist auch nochmal so wichtig hier drin, Paulus sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich habe auch einen kurzen Puls darüber aufgenommen, geistiger Kampf, bewahre dein Herz. Ich verlinke das am Ende, da kannst du auch schauen, wie wichtig es einfach ist, nicht gegen Menschen und den Mensch nicht als Feind zu sehen, sondern den Feind dahinter zu sehen. Und das ist so wichtig für uns. Wisst ihr, wir leben in einem neuen geistlichen Leben. Und das sind geistliche Realitäten. Und meistens, das, was wir im physischen Bereich sehen, hat einen geistlichen Ursprung. Das ist ganz normales biblisches Verständnis, das, was wir glauben. Und wie gesagt, wir müssen nicht so abgespaced werden, dass wir irgendwie wie komisch werden und überall irgendwie hypergeistig. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, das biblische Verständnis von Christentum zu haben und auch von geistigem Kampf, weil dann werden wir siegreich sein. Amen. Weil er uns zu Siegern gemacht hat. Und die Bibel zeigt uns klar, dass es gibt eine geistliche Realität hinter natürlichen Dingen, die geschehen. Und wir wollen Christen sein, wie es in 1. Korinther Kapitel 2, glaube ich, heißt, die geistliche Dinge geistlich beurteilen können, okay? Wir wollen diese Sicht haben aus dem Studium der Schrift und in Offenbarung des Heiligen Geistes. Und wir wollen einen geistlichen Blick haben. Und weil ich denke, je mehr die Zeit voranschreitet, wenn wir uns Politik anschauen, wenn wir uns Machtverschiebung anschauen auf nationaler und globaler Ebene, wenn wir uns verschiedene Ereignisse anschauen, die stattfinden in dieser Weltgeschichte und die zunehmen werden, wie schon gesagt, vor der Wiederkunft Jesu. Und wenn wir alles natürlich betrachten, glaube ich, dass dann unser Christentum auch irgendwie zur Verwirrung und Frustration führen kann.
Aber wenn wir eine biblisch-geistliche Perspektive haben und sehen, was die Bibel uns lehrt, warum sind diese Kämpfe, diese Auseinandersetzungen da? Warum formiert sich so ein neues Weltbild, was wir sehen? Dann werden wir Durchblick haben und wir werden in Klarheit und Wahrheit wandeln mit Jesus. Und er wird uns gebrauchen, Menschen aus Verwirrung in diese Wahrheit und Klarheit hineinzubringen, okay? Wir leben ein geistliches Leben. Amen. Und dann noch möchte ich hier noch sagen, als letztes sagt er hier noch in dem Versabschnitt, den wir gelesen haben, Vers 13, sagt Paulus: Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet euch behaupten könnt. Und das zeigt mir so, dieses am bösen Tag ist der Tag oder ist die Zeit, wo wir wirklich so unter Angriff oder Beschuss geraten. Warum Paulus sagt, macht euch keine Sorgen, ihr habt eine Rüstung Gottes, eine geistliche Waffen, die euch bewahren da drin, okay? Und die euch siegreich da durchgehen lassen oder noch stärker sogar herausgehen lassen, ja? Aber er sagt, hey, dieser Widerstand, diese Angriffe, diese Kämpfe kommen auf euch als Gemeinde, auf euch als Christen zu, wegen diesem Widerstand gegen die Geschichte Gottes, gegen die Errettungsgeschichte Gottes. Und er sagt, dass darum sollen wir die Waffenrüstung anziehen und stark bleiben, damit, nachdem wir alles ausgerichtet haben, uns behaupten können. Und ich denke, das ist, worauf es ankommt und warum wir auch uns in dieses Thema hineingeben wollen und aus biblischer Perspektive darüber lernen wollen. Weil wir wollen nicht nur alles wohl ausrichten. Wir wollen nicht nur den Lauf mit Jesus anfangen. Wir wollen nicht nur ein Dienst sein, der anfängt. Wir wollen nicht nur eine Gemeindegründung sein, die anfängt. Und jetzt nehmen wir Land ein. Jetzt tun wir Dinge für Gott. Menschen kommen zum Glauben. Menschen werden frei von Mächten der Finsternis. Das Licht Gottes fängt an zu leuchten. Das Reich Gottes wird manifestiert, auch durch Heilung, durch Zeichen, Wunder, durch Errettung und so weiter. Weiter und so fort. Und dann, wenn dieser Widerstand kommt, dann sind wir nicht gewappnet und sozusagen, ja, wir lassen los und verlieren, was wir schon mit Jesus an Sieg errungen haben, ja. Er sagt hier, damit ihr danach euch behaupten könnt, oder man könnte auch sagen, damit man das Land, das Land, was schon eingenommen wurde für Jesus, behalten kann. Und ihr Lieben, das wollen wir sein als Gemeinden, als Dienste, als Kinder Gottes. Wir wollen Land einnehmen mit Jesus, geistlich gesehen. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen frei werden, dass sie geheilt werden an Leib, an Geist, an Seele. Wir wollen, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie mit der Liebe Gottes erfüllt werden. Aber wir wollen nicht, dass dann an irgendeinem Punkt, wo Widerstand kommt, uns alles durch die Hände zerrinnt. Wir wollen teilnehmen mit Jesus als unserem Anführer, als unserem König an diesem geistigen Kampf, damit wir das Feld behalten können. Und ich denke, das ist so wichtig, weil wir sehen das immer wieder, dass Christen gut anfangen, dass Dienste gut anfangen. Und wir alle, auch ich, sind herausgefordert, selber das zu leben, weil auch ich möchte das Ziel erreichen, nicht nur anfangen. Aber wir sehen, dass Dinge anfangen und dann irgendwann flacht das so ab. Und am Ende ist es manchmal schlimmer als vorher oder es ist so, als wenn das nie gewesen wäre. Und darum gibt es viele Dinge nicht mehr, viele Gemeinden nicht mehr. Sogar biblisch können wir das sehen. Dort, wo früher viele, viele Gemeinden waren, okay, in der damaligen Türkei und so weiter, wo das Evangelium sich schon ausgebreitet hatte, hat der Feind das Land wieder sozusagen zurückgenommen. Und es sind heute sehr stark anders religiös geprägte Länder. Aber Jesus ist mit uns. Er hat uns zu Siegern und Überwindern gemacht. Und er hat uns Waffen im Kampf gegeben, mit denen wir das Land behalten können. Und wir wollen nicht nur mit Jesus anfangen zu laufen, wir wollen den Lauf mit ihm vollenden. Wir wollen in diesen Siegeskranz annehmen und wir wollen mit ihm einfach das präsentieren und geben, was wir mit ihm eingenommen haben, okay? Und darum ist auch mit so geistiger Kampf dieses Prinzip da. Wir sind keine Sprinter mit Gott, wir rennen nicht und wollen so schnell wie möglich alles erreichen, sondern wir sind Marathonläufer. Und die Strecke, die wir zurückgelegt haben, das Land, was schon eingenommen wurde, okay? Wir wollen auch, dass das eingenommen bleibt und frei bleibt für unser persönliches Leben, unser geistiges Leben, aber auch für die Menschen und das Feld, was Gott uns anvertraut hat. In dem Sinne, Amen. Schön, dass du dabei warst. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, dann wirst du immer erinnert und verpasst die nächsten Serienteile nicht.
Und wir sehen uns dann zum fünften Teil über geistiger Kampf, wo wir noch tiefer hineingehen werden. Bis dahin, Gott segne dich.